Servus Marc, du gehörst ja bei uns mittlerweile beim Herbstfest schon so gut wie zum Inventar. Ganz am Anfang einmal herzliche Gratulation zum Amadeus Award. Frage von uns, wie fühlt sich das Ganze an, beziehungsweise was bedeutet diese Auszeichnung für dich, die vor dir schon Semino Rossi, die Sea oder Hansi Lang auch entgegennehmen durften? Ja, das ist was Besonderes, weil es ist in Österreich der höchste Schallplattenpreis, den es gibt. Und den zu besitzen, macht mich natürlich stolz. Hansi Hinterseher war auf Platz 2 dieses Mal und ich habe gewonnen. Also für mich eine große Ehre. Hat es dich ja gleich mehrere Male zu uns ins Pillersetal verschlagen. Du hast ja auch deine neue DVD bei uns hier gedreht. Ich möchte jetzt dich als Pillersetal-Kenner fragen, was gefällt dir bei uns im Pillersetal so gut? Ja, es ist eine wunderschöne Gegend. Ich glaube, nicht nur das Pillersetal, sondern auch das Zillertal, das Alpachtal, alle Täler in Tirol, überhaupt das Land Tirol ist für mich eines der schönsten Länder auf der Erde und ich weiß es eigentlich erst richtig zu schätzen. Ich sage es immer wieder, seit ich so viel unterwegs bin, weiß ich erst zu schätzen, in welchem Paradies, dass ich daheim bin, weil einfach die Landschaft passt, weil die Leute passen, die Kriminalität ist noch nicht extrem. Also ich glaube, alles in allem haben wir Tiroler mit unserer Heimat am meisten Glück gehabt. Schön ist es auf der Welt zu sein, wenn die Sonne scheint groß und klein. Du kannst das, du kannst gehen. Es gibt ja seit kurzem das neue Buch von dir mit dem Titel Musik ist sein Leben, vom Zillertal ins Scheinwerferlicht. Worum geht es in dem Buch genau? Kannst du uns da vielleicht kurz was erzählen? Da wird einfach meine Karriere, die jetzt schon 17 Jahre andauert, genau beschrieben. Da wird genau beschrieben, wie das losgegangen ist damals, wie ich so zur Musik gekommen bin. Meine Förderer sind drin und viele, viele Geschichten und Erlebnisse. Und es hat sich ja brutal viel getan, speziell seit dem Grand Prix Sieg 2003, hat sich bei mir wahnsinnig viel getan. Und das ist einfach alles festgehalten, in Bildern und in einem schönen Text. Das ist nur eine kleine persönliche Frage von uns. Es hat sich ja in den letzten Jahren, wie du gesagt hast, sehr viel getan bei dir. Inwieweit hat sich die Person Marc Birche in den letzten 10 Jahren verändert? Ich hoffe nicht allzu sehr. Also ich glaube, ich bin privat immer noch der Gleiche, der ich immer gewesen bin. Ich gehe stur meinen Weg, lass mir nicht viel sagen. Also natürlich lasse ich mir Tipps geben, aber im Prinzip versuche ich einfach mein eigenes Ding zu machen und nicht Trittbrettfahrer zu sein. Also einfach meine eigene Geschichte aufzubauen, weil ich bin der Meinung, ein Trittbrettfahrer kann die nie überholen. Und aus dem Grund ist mir das sehr wichtig, dass ich einfach meine eigene Geschichte mache. Authentisch tirolerisch. Danke fürs Interview.